So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Nexomon Extinction für die Nintendo Switch, wo wir ja im letzten Part, ja, weitere Kammern geplündert haben. Aber zu meinem großen Bedauern haben wir zwar ja einige Kammern ja geplündert, aber... Insgesamt fehlt noch eine. Weil insgesamt gibt es ja 9 Nexomon-Typen. Aber wir haben bisher bloß 8 Tribute durch die bisherigen Schatzkammern erlangt. Wir haben den Tribut der Stärke, des Feuers, des Ozeans, des Donners, der Natur, des Windes, des Minerals und des Verfalls. Tja, jetzt bräuchten wir eigentlich ja nur noch den Tribut der Psyche. Aber wo wir den herkriegen, keine Ahnung. Beeil dich, Phantom Heart. Ich kenne den perfekten Ort für Atlas. Er wird die Welt unter uns ohne Probleme nach Tyranten scannen können. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Dann geht's jetzt mal los, geht's mal los. Warte mal, hast du vielleicht noch einen weiteren... Nein, du hast keinen Schlüssel für uns. Nur eine Soße. Dieser Ort ist am besten für dein Radar. Von hier können wir alle Tyranten finden, bevor Vardos sie aufspürt. Das ist also, was Dina von mir wollte. Okay, Zeit, die Welt zu scannen. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Und was siehst du, Atlas? Bitte warten. Ich scanne. Ich scanne. Ich scanne. Oh, das Radar funktioniert. Ich kann die Tyranten spüren. 1, 2, 3, 4. Ich kann 4 Tyranten da draußen spüren. Das ist perfekt. Wenn wir alle 4 rekrutieren können, haben wir vielleicht sogar eine Chance gegen Vardos. Ausnahmsweise scheint das Glück mal auf unserer Seite zu sein. Ernsthaft? Gibt es Neuigkeiten, Vardos? Ja, ich habe einige Tyranten aufspüren können. Wie viele Tyranten hast du gefunden? 4 Tyranten, ja. 4 Tyranten? Gut gemacht, Vardos. Wenn du sie besiegen kannst, ist das ein großer Schritt für uns. Absolut, Amelie. Ich will dich nicht enttäuschen. Ich kann sie auf dein Kommando vernichten. Dann besiege die Tyranten, Vardos. Zeig mir, was du drauf hast. Zeig der Welt, dass du auf der Seite der Menschen bist. Tja, und so reduziert sich die Anzahl von 4 gleich mal auf 0. Mach dir keine Gedanken, Mulzima. Sobald du dich erholt hast, werden wir Ignitia einnehmen. Sie werden schon sehen, wir werden unsere Rache bekommen. Was war das? Was ist los? Was ist diese Kraft? Oh! Was ist das? Mulzima! Mulzima! Drei. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Die Gilde hat bekannt gegeben, sie hätten ein Monster namens Vardos. Ein Super Nexomon nennen sie es. Aber es wird schon irgendwie. Dieser alte Turm ist eine gute Unterkunft. Wir können uns hier für eine Weile verstecken. Verdammt! Was war das? Zwei. Nie war es! Was geht hier vor sich? Wenn ich mich nicht irre, jagt Vardos die Tyranten auf der Oberfläche.
alles läuft nach Plan. Varos wird vor lauter Anstrengung geschwächt sein. Er wird verwundbar sein. Das wird unsere letzte Chance sein, Amelie zu verraten und ihre Gilde zu übernehmen. Eigentlich kann ich ziehen. 1. Was? Amelie! Na toll, jetzt auch noch der Pen de Euros. Oh, das ist nicht gut. Nur noch 5 Minuten. 0. Das war es absolut wert. Ja, dieses kleine Snickerchen war es absolut wert. Aber ja, 0 Tyranten. Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Atlas, die Tyranten. Ja, es stimmt. Die Tyranten sind weg. Alle. Wir haben verloren. Wir haben verloren, bevor wir überhaupt angefangen haben. Alles, was wir getan haben, war für nichts. Warum passiert das alles? 0 Tyranten. Phantom Heart. Phantom Heart. Kannst du mich hören, Kind? Gib die Hoffnung nicht auf, Phantom Heart. Es gibt noch einen Tyranten. Du kannst noch gewinnen. Pass auf, Phantom Heart. Öffne die Augen. Okay. Wir öffnen die Augen. Ja. Die Hauptstadt Parum. Geh zur Hauptstadt. Okay, und dann? Was soll ich dann tun, Mentor? Dort gibt es einen verborgenen Weg zu Kahns Wäldern. Du musst unter allen Umständen dorthin gelangen. Kahn. Was du siehst, ist ein sicherer Hafen, den nicht mal Varos erreichen kann. Ein Zufluchtsort vor seiner Boshaftigkeit. Ein wahres Paradies auf einem Schlachtfeld. Du musst herkommen, Phantom Heart. Komm zu mir. Okay. Also, so stellt man sich eigentlich eine Gottheit des Waldes vor. Die anderen Tyranten mögen besiegt sein. Aber es gibt noch immer einen Weg, Varos auszutricksen. Beeil dich, Phantom Heart. Ich bin dein Freund, ich warte auf dich. Oh. Also hat Kahn zu uns gesprochen. Was, meinst du das ernst? Ein Tyrant hat gerade mit dir gesprochen und er will, dass du nach Parum kommst. Dir ist schon klar, dass das nach einer Falle klingt, oder? Hast du schon mal von einem Wald in der Mitte der Stadt gehört, Lydia? Au. Scheinbar hat sie jeden Willen zu kämpfen verloren. Nun, wir haben keine andere Wahl. Lass uns zur Hauptstadt aufbrechen. Du wurdest von Edward begnadigt, also sollte das kein Problem sein. Das sagst du so. Na gut, ich wollte ja sowieso zurück zur Hauptstadt. Ich muss unbedingt neue Kerne erstellen. Wir brauchen neue Kerne. Keine Wassermelonenkerne. Warte mal. Ja, einmal schnell zum Brachland reisen. Verdammt, bloß ein Gesundheitsamulett. Ich hatte jetzt eher noch mit einem weiteren Kammernschlüssel gerechnet. Das ist also, was aus Parum geworden ist. Alleine Gedanke, wie nah wir an Varos sind, lässt mich erschaudern. Ich habe etwas geforscht und es gibt tatsächlich einen kleinen Wald, der vom Nordwesten der Stadt erreichbar ist. Suchen wir ihn. Ja, so schnell und so unerkannt wie möglich. Naja, oder sagen wir erst einmal. Erstmal holen wir uns ein paar neue Angriffskerne. Und dann gehen wir zum Wald.
Oh, was ist jetzt los? Oh, Phantom Heart! Was ist los? Braucht ihr was? Kanzwälder, hm? Oh, der ist nichts Besonderes, nur ein paar bunte Bäume und so weiter. Nun, solange ihr dort nichts Verdächtiges tut, lasst ihr euch gerne rein. Immerhin bist du ein Goldtamer. Nun dann, Phantom Heart, ihr könnt meine Zugangskarte leihen. Danke sehr. Das war jetzt zwar nicht das, was ich machen wollte, aber... Gott. Ups! Das muss Varus sein. Er ist etwas ungeduldig und will mehr Tyranten finden. Macht euch um ihn keine Gedanken. Viel Spaß im Wald, Phantom Heart. Ich will regenerieren. Nein. Synthetisieren. Wie viele Kerne können wir erstellen? Mehr als zwei waren also jetzt nicht möglich. Ach, Synergiekerne können wir auch selbst erstellen. Tja, mehr ist jetzt wirklich nicht im Bereich des Möglichen. Also, was machen wir jetzt? Tja, sieht ja alles jetzt nicht gerade sehr berauschend aus. Aber wir haben wenigstens ein weiteres Ziel in diesem Part gemeistert. Die Erschaffung neuer Kerne. So, und jetzt darf ich mal hier vorbei. Danke sehr. So, das hier ist also Kahns Wald. Kahnwälder. Oder auch Kahnweiler. Oh, schau dir diesen Ort an. Er ist voller Wissenschaftler. Bist du dir sicher, dass sich hier ein Tyrann versteckt? Mein Radar hätte schon längst etwas spüren müssen. Naja, wenn es vielleicht ein sehr alter und mächtiger ist. Vielleicht sogar der erste Tyrann von allen. Vielleicht Omnikrons Vater. Wäre das dann eigentlich unser Großvater? Warte mal, nein, das wäre dann unser Urgroßvater. Und ich hatte eigentlich jetzt damit gerechnet, dass wir hier irgendwo, tja, eine weitere Höhle finden. Ein weiterer Tribut muss fällig werden. Oder vielleicht eine Regeneration. Ein Thema, was glaubst du hier zu finden? Glaub mir, Freundchen, ich bin seit Monaten hier und es gibt eigentlich nichts zu sehen. Ich beschwer mich nur ungern, aber hier passiert nichts. Selbst die Nexomon in diesem Gebiet sind nett, solange du im hohen Gras nicht auf sie trittst. Ach ja? Was für Nexomon sind denn? Sind's denn? Ach so, dich kenne ich doch. Tja, es sind wirklich sehr nette Nexomon. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, hier gäbe es noch eine Höhle. Ich hab's doch gewusst. Oder es ist vielleicht der geheime Eingang zu Kahn. Bergarbeiterbrille. Was bringt mir diese Brille? Mit diesem Item brauchen Erzfelsbrocken weniger Zeit, um neu zu erscheinen. Hey! Das ist praktisch.
Hier scheint es aber auch irgendwie sehr viele, ja, Pflanzen-Nexomon zu geben. Und auch wenn dieser Ort eigentlich danach so aussieht und danach schreit, hey, hier gibt es noch irgendwo eine weitere Kammer. Oder vielleicht, hey, hier ist irgendwo das Heiligtum von Khan. Okay, das sieht jetzt irgendwie verdächtig aus. Scheinbar waren die Wissenschaftler noch nie so tief im Wald. Was auch immer hinter dieser Höhle liegt, muss seit einer langen Zeit ungestört sein. Vielleicht hast du recht, dass sich hier ein Tyrann versteckt, aber warum kann Vardos diesen Ort nicht aufspüren? Da fragst du jetzt aktuell den Falschen. Tja, jetzt bin ich mal gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Aktuell leider nicht allzu viel, aber was ist das hier? Warte mal, wir müssen erst mit der Macht der Elektrizität weiter geradeaus gehen. Mich interessiert es aber trotzdem, was ich denn gleich hier um die Ecke finden kann. Okay, es scheint ja tatsächlich noch eine weitere Höhle zu geben. Ja, in der Tat gibt es hier eine weitere Höhle. Der Sinn des Ganzen erschließe ich mir aber noch nicht. Raxuma, ultra seltenes Nexomon. Warte mal, wir dürfen dieses Nexomon nicht fangen. Oh, schade. Ich finde das wirklich schade, dass wir es nicht fangen dürfen. Na, was sollte das? Die scheinen dann wohl hier irgendwas bewacht zu haben. Okay, jetzt haben wir ein kosmisches Amulett gefunden. Und einen weiteren Trank. Was mag hier wirklich so wertvoll sein?
Oh, scheinbar ist draußen irgendwas passiert. Sollten wir rausgehen? Ja, wir gehen mal. Nun dann, auf geht's! Ja, ich sehe jetzt hier nicht gerade, was hier passiert sein soll. Hier ist alles noch beim Alten geblieben. Aber ganz offensichtlich sollte das jetzt hier so ablaufen. Ah, jetzt verstehe ich. Wir mussten die andere Höhle da erkunden, damit sich hier die Barriere verabschiedet. Eigenartig. Der Wald an sich ist zwar sehr schön. Aber wir haben keine weitere Höhle gefunden, die im Zusammenhang mit den Tributen steht. Und was haben wir hier? Ein geheimes Dorf. Ja, nett. Willkommen, willkommen, willkommen! Das ist versteckte Dorf, das ist sicherer Hafen, das ist altes Zuhause. Lord Tikala wartet auf euch. Ich glaube, dieser Tikala ist der Tyrant, der uns gerufen hat. Diese Leute scheinen nichts mit der Gilde zu tun zu haben. Irgendetwas hält diese Stadt verborgen vor Varos Augen. Wir sollten hier sicher sein. Gut. Warte mal, eine Regeneration haben wir jetzt schon gestartet. Und Lord Tikala? Ja, dich wollen wir dann gleich mal besuchen, aber ich habe irgendwie... Ah, verdammt, das ist wieder nur eine weitere Begleiterfigur. Okay. Hübsch. Eine Statue mitten im Wald. Aber kann es wirklich angehen, dass es jetzt keine weitere Schatzkammer mehr gibt? Das würde ich jetzt doch an dieser Stelle des Spiels doch ein bisschen kurios finden. Aber mehr ist jetzt auch nicht im Bereich des Möglichen. Nichts mehr zum Erkunden hier. Und ja, nur der Warpstein, den wir aktivieren können. Also gut, allmächtiger Tikala! Du hast uns gerufen! Ah, Phantom Heart, ja? Sohn von Nara, der weißgesagte Erbe vom König der Monster. Du ehrst uns mit deiner Präsenz. Ja, danke sehr. Das höre ich häufiger. Bist du der Tyrant, der uns gerufen hat? Ja, in der Tat, ich bin auf eurer Seite. Ich bin ein, nun wie deine Mutter es nannte, ein Backup-Plan sozusagen. Sie befürchtete, dass Varos alle Tyranten auslöschen würde, bevor du sie für dich gewinnen könntest. Und tatsächlich, er hat es getan. Ich schulde Dina mein Leben, die mich an diesem wunderen Ort versteckt gehalten hat. Und jetzt kann ich meine Schuld begleichen, indem ich an der Seite ihres Sohnes kämpfe, Phantom Heart. Worum geht es dann in diesem Backup-Plan? Es ist ein gefährliches Unterfangen, aber wir haben keine Wahl. Dina hat einen verzweifelten Plan ausgearbeitet, den wir ausführen müssen, wenn wir auch nur eine geringe Chance gegen Varos haben wollen. Oh oh. Ich glaube, die Zeit läuft langsam ab. Hilfe, Hilfe! Gildentamer haben unser Dorf gefunden! Unser Dorf gefunden! Das muss an dem Stein liegen, den wir auf dem Weg hier zerstört haben. Es muss sich aber um normale Speer halten. Wenn sie wüssten, dass hier ein Tyrant lebt, hätte Varos bereits angegriffen. Phantom Heart, du musst mir helfen! Wenn sie mich finden, dann ist der Backup-Plan verloren.
Ich muss versteckt bleiben. Okay. Das ist schlecht. Wenn die Gilde herausfindet, dass wir einen Tyranten helfen, werden sie uns zurück ins Gefängnis stecken. Wir müssen diese Eindringlinge um jeden Preis zurückhalten. Okay, besiege all die Eindringlinge im versteckten Dorf. Gut, dafür kriegen wir auch eine goldene Nexotrap. So, wo seid ihr jetzt? Ja. Wo sind denn jetzt die Eindringlinge? Ja. Gute Frage, nächste Frage. Wo sind denn jetzt hier die Eindringlinge? Tja, jetzt haben wir eine Drachenpfeife gefunden. Aber die Eindringlinge... Oh, die sind hier. Ah, vielleicht gibt es hier doch nichts Wertvolles. Eventuell auf der anderen Seite des Dorfes. Du! Wer bist du? Oh, du bist ein Goldthema, so cool! Bist du auch hier, um aus diesem Dorf zu klauen? Hey, zwei dumme, ein Gedanke. Ich und mein Partner versuchen seit Tagen, um diesen Felsen herumzukommen und heute war er einfach weg, wirklich. Hier gibt's allerdings nichts von Wert, lass uns woanders suchen, oder? Hey, ich werde dich hier weghaben. Hey, oh! Was ist dein Problem? Du gehörst doch wohl nicht zu denen, oder? Oh doch, ich gehöre zu denen. Na, da haben wir jetzt wirklich einige starke Gegner an der Backe. Verdammt nochmal, jetzt haben wir auch noch ein Lava-Monster hier. Aber wenn es ja insgesamt ja bloß zwei Gegner sind. Dann dürfte das Ganze ja nun wirklich nicht gerade sehr lange dauern. Okay, der Feuersturm. Mal sehen. Feuersturm, Feuersturm. Ach, wir haben ja immer noch die Feuernarbe zur Verfügung. So, bleiben wir mal komplett feurig. Das war der erste. Eher gefährlich. Nicht gehen, nicht gehen. Wir bringen zu Tikala. Lord Tikala wird entscheiden, ja. Gott. Also, einer fehlt noch. Sagte der Typ nicht, er wäre mit einem Partner hier. Der könnte irgendwo in der Nähe des Dorfes sein. Wir sollten nachschauen. Tja, in der Tat. Irgendwo in der Nähe des Dorfes. Hier vielleicht? Nein, zum Glück nicht. Der muss dann irgendwo hier sein. Kümmern wir uns mal drum.
Ah, verdammt nochmal, nein, nicht heilen. Gut, wo ist der nächste Depp? Ist er hier drin? Nein. Ist er auf der anderen Seite des Dorfes? Ja, ist er wohl. Ah! Ich bin umzingelt! Ich muss mich zurückziehen, ich muss wegrennen! Nicht mit uns! Oh, du bist ein Gildentamer, ich bin gerettet! Komm schon, du musst mir helfen! Hilf mir, zurück zur Stadt zu gelangen! Die Gilde muss wissen, dass hier etwas Merkwürdiges vor sich geht! Nö, nicht mit uns! Nada, niente! Was? Du lässt mich nicht gehen? Bist du ein Verräter? Klar doch! Ich bin der verräterischste Verräter von allen! Und der größte Idiot auch! Feuersturm nennt sich also die Technik, mit der sich Feuernexomon in die Luft jagen. Ist ja toll, diese Technik müssen wir unbedingt verlernen. Ja, wir müssen diese Technik unbedingt verlernen. Da hilft alles nichts. Da fragt man sich eigentlich wirklich, welcher dämliche Entwickler ist auf die Idee gekommen, eine mächtige Feuerattacke zu erschaffen, die das eigene Nexomon zerstört. Ist ja mal extrem dämlich. Gott, die Eindringlinge sind jetzt erledigt. Ist das jetzt euer verdammter Ernst?